Viele sagen jetzt immer, der Willi ist halt der Macher, gell? Der redet nicht, der macht. Immer sein Bestes geben ist für mich wichtig. Versuchen, perfekt zu sein. Ich bin an sich fix und fertig. Weil ich so krank bin und nicht richtig trainieren und mich nicht richtig bewegen kann körperlich. Und irgendwann habe ich aufgegeben, wollte mir das Leben nehmen. Willi Voss ist alles andere als lebensmüde. Er ist ein Kämpfer. Wenn der 65-Jährige in seinem Element ist, vergisst er seine Schmerzen. Und drei, schnell zurück. Abwehr und, aber fester, hau mal richtig rein. Das geht einigen seiner Schüler im Ü50-Karate-Training ganz ähnlich. Ja, oder den da, ja. Wir sind 75 dieses Jahr und finden es wahnsinnig, körperlich und geistig. Das hält einen richtig auf Trab. Und bei mir geht es ein kleines bisschen langsamer. Ja, mit 83 kann man sich das einmal erlauben, oder? Die ist wie eine Wille, die kann reinhauen, die ist schnell. Genau. Gibt's gar nicht. Ich habe neulich zum Herbert gesagt, ich bin eine Kampfsau. Mach mal wieder auf, jung und gesund. Fast so wie in den 1970er Jahren. Willi Voss aus Freiburg, einer der erfolgreichsten deutschen Karatekas der letzten Jahre, der hier mit Fußtritt den Kampf zu seinen Gunsten entscheidet. 8-mal deutscher Meister, mehrfacher Europameister und Vize-Weltmeister. Eine bemerkenswerte Karriere, obwohl er von klein an mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte. Ich war körperlich immer schwächer und kleiner und dünner. Und aufgrund von meinem Asthma, was ich als Kind schon gehabt habe, immer weniger Kondition als die anderen. Und trotzdem habe ich mehr mit Köpfchen gemacht. Ich war nicht so gelenkig wie die für die schönen hohen Fußtritte. Dafür habe ich mir dann andere Sachen überlegt. Oh, da musst du mir so machen und so. Mit 26 hängt er die Karate-Karriere an den Nagel, geht weg aus Freiburg. Es zieht ihn mit seiner Frau nach Bremen. Er studiert Betriebswirtschaft, wird Vater von 2 Kindern, betreibt ein Fitnessstudio, handelt mit Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten. Ja, bis ich dann krank geworden bin, muss ich alles aufgeben. Schönes Haus weg, alles weg. Da habe ich 2 neue Hüften gekriegt. Erst eine rechts, dann eine links. Und dann ging es los mit den Knien. Anfang 50 ist er damals. Nach einem endlosen Ärztemarathon wird klar, er hat Morbus Bechterew. Eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem gesunde Zellen zerstört. Krankheit und Schmerz werden seine stärksten Gegner. Er bekommt starke Medikamente, ist ständig in Behandlung. Und dann laufe ich da so in dieser, mit 20 Mann, in dieser Reha-Gymnastikgruppe da rum und so bewegen und so und so und so und die Beine so und so. Und dann denke ich, hä, das kennst du doch irgendwoher. Ach Mensch, das hast du doch früher beim Karate-Training gemacht, zum Aufwärmen und als Gymnastikprogramm. Für Willi Voss das Zeichen. Er kommt zurück in den Süden, gründet einen Karateverein für Alt und Jung. In nur 4 Jahren gewinnt er 160 Mitglieder. Und meine Kinder, die machen mir so viel Spaß. Und die sind schon so gut, die baden-württembergische Meisterin schon. Und jetzt will ich auch Freiburg wieder was zurückgeben. 6, 7. Ja! Willi Voss ist wieder zu Hause. Und eins hat sich auch in mehr als 30 Jahren Norddeutschland für ihn nicht geändert. Das ist mein Lieblingsplatz, ja. Von der Autobahn runter her. Ja, weil man das seit Kindheit läuft man hierher. Allein der Duft von den langen Roten, vom Grill. Und schön ist natürlich auch Trubel, Leben, gell? Ich will leben. Ich bin lang genug tot irgendwann und dann muss ich unter Menschen sein.